110 Aussteller aus 13 Nationen präsentieren sich 3 Tage lang in der Esperanto-Halle. Auf einer Ausstellungsfläche von 4000 Quadratmetern findet bereits zum 9. Mal die Werkzeug- und Maschinenmesse der WEMAG statt. Ob Maschinenbau, Handwerkzeuge oder Schweißtechnik, jedes Handwerkerherz schlägt hier höher. Highlights sind die große Modenschau mit Berufsbekleidung und die Werkzeugolympiade. Dabei können die Besucher Elektrowerkzeuge namhafter Hersteller im direkten Vergleich erleben. Außerdem gibt es einen Einblick in den Eintracht Frankfurt Fanshop, der kürzlich von der WEMAG eröffnet wurde. Für die kleinen Besucher hat der Nikolaus seinen Besuch angekündigt. Ich stehe jetzt hier bei den beiden Geschäftsführern der WEMAG, bei Christopher Schaus und seinem Vater Joachim Schaus, und fragt die beiden mal, wie es ihnen heute schon gefallen hat. Ja, Herr Schaus, sind Sie denn mit dem bisherigen Ablauf der Messe zufrieden? Ja, also wir sind definitiv zufrieden. Wir haben sehr gute Zuschauerstrom schon gehabt. Es ist alles super organisiert. Die Lieferanten betreiben ihre Stände professionell und es ist immer wieder was los auf der Messe, sodass wir wirklich heute mit dem ersten Tag, wobei der Freitag eigentlich immer der Tag ist, wo es verhältnismäßig noch ruhiger ist, sehr zufrieden sind. Wir haben sehr gute Gespräche mit unseren Kunden schon geführt, sodass der erste Tag hier heute wirklich schon ein großer Erfolg ist. Sie veranstalten die Messe jetzt schon zum 9. Mal. Wieso ist denn Ihre Messe so erfolgreich? Ja, weil wir es schon 9 Mal, und zwar seit 1996, eine Kontinuität bieten können. Es gibt keinen Händler in Deutschland, der eine ähnliche Messe alle 2 Jahre veranstaltet und mit ähnlich großen Erfolgen. Wir haben unsere Aussteller, 50% unserer Aussteller sagen uns nach der Messe, in 2 Jahren sind wir wieder dabei. Das spricht einfach dafür, dass wir als Messe anerkannt werden. Ich möchte, der eine oder andere neue Lieferant dann sagt, ich komme dann auf Ihre Hausmesse, sage ich, nein, das hat mit Hausmesse nichts zu tun. Das ist die 9. Werkzeug- und Maschinenmesse und so möchte ich das auch gesehen haben. Was würden Sie denn sagen, ist das Besondere, was die Zuschauer und Gäste hier am Wochenende herzieht? Das Besondere ist das breite Spektrum. Wir bieten vom Elektrowerkzeug über die Werkzeugmaschine, über die Schleiftechnik, über das Thema Arbeitsschutz bieten wir also ein komplettes Programm, alles, was man bei uns kaufen kann. Was sind denn die Highlights Ihrer Messe? Also Highlight unter anderem ist einmal unsere Werkzeugolympiade, die jetzt zum 2. Mal stattfindet. Hier werden Elektrowerkzeuge im direkten Vergleich gezeigt. Das heißt also einmal ein Multifunktionswerkzeug, Akkuschrauber, Säbelsäge und ein großer Akkuschrauber. Und hier treten dann 5 verschiedene Hersteller im direkten Vergleich an und der Kunde kann sich sofort auf der Messe ein Feedback holen, welcher Akkuschrauber jetzt für ihn denn jetzt der geeignetste wäre. Genauso werden wir jetzt wieder gleich unsere Modenschau zum ersten Mal auf der Messe überhaupt machen, sodass die Kunden sehen können, wie viele modische Aspekte hat jetzt eigentlich die Arbeitskleidung schon. Weil Arbeitsschutz hat immer mehr mit Mode zu tun und das ist uns ganz wichtig. Bei der Modenschau wurde Berufsbekleidung von Ausstellern vorgeführt, die bei WEMAG erhältlich ist. Dreht euch einfach nochmal alle rum. Die Aussteller sind auch zufrieden. Soweit sind wir sehr zufrieden mit dem Ablauf, ja. Ja, sehr gut war die Vorbereitung von der WEMAG in Fulda. Die haben das top vorbereitet. Heute war es von den Besuchern her nur überschaubar, aber das kennen wir. Wir nehmen ja schon seit vielen Jahren an der Messe teil. Die Haupttage sind morgen und der Sonntag. Zufriedene Gesichter bei Messeorganisatoren und Ausstellern. Die Besucher sind begeistert. Interessierte können noch am Samstag von 9 bis 18 und Sonntag von 9 bis 17 Uhr in der Esperanto-Halle vorbeischauen und sich selbst vom vielfältigen Angebot überzeugen. Schon jetzt ist klar, in 2 Jahren gibt es die 10. Auflage der Werkzeug- und Maschinenmesse.